Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2 auf Blütenstand LE. Die haben wir heute nur einmal gehabt, glaube ich, ne? Ganz am Anfang. Wie heißt Tja. das auf Deutsch Blütenstand? Wir brauchen Ja. Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Ich würde auch gerne mal wieder Dafür Zerg brauchen wir sein, um mehr ehrlich zu sein. Mineralien. Aber naja, ich bin schon mal nicht Wir brauchen Terraner, da mehr schon Mineralien. alles gut. Lass mal vorne wollen, Sarok. Nicht da. Vorne. Geht nicht. Dafür Da brauchen wir müssen wir mehr aber Mineralien. an die Wand setzen, genau. Den Pagen. Sonst kriegen wir die nie zu. Sieht nicht zu aus, ist es aber. Ja, zu ist es sowieso noch nicht. Ja, außen. Es ist eine leichte Lücke in der Mitte, so knapp. Ich weiß nicht, ob man die so wahrnehmen kann als nicht Profispieler, wie Du ich hast es bin, doch aber. gesagt, wenn du musst über außen spielen. Boah, hier fliegen Vögel, die so aussehen, als würde gerade ein Oracle in deine Base fliegen. Sind das die Dodos oder wie? Alter. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich mache jetzt erstmal hier eine Lücke und dann gucken wir weiter. So, jetzt haben wir eine Lücke zwischen den beiden. Das ist doch schon mal okay. Das ist nicht anders. Ein zweites Gate. Gut gesetzt. Ein zweites Gate. Ja, der soll ja da durch. Also, wir können ja jetzt noch nicht zuhaben. Wir gehen ja nicht. Nein! Was ist los? Ich habe noch kein Gas genommen. Wenn der jetzt beide Gas geklaut, hätte ich das Spiel verloren an dieser Stelle. Aber hättest hat er du nicht. Natürlich gemacht, ne, du Arschloch. Ja, ich glaube, ich mache jetzt auch eins. Ich gebe zu, das ist ein bisschen gemein, weil er es bei mir nicht gemacht hat, aber... Da ist er ja selbst schuld, da kannst du ja genau. nichts für. Ja, das bei mir, da kann er ruhig probieren. Double Rex erstmal beim Terraner. Weißt du mich hier erstmal? Boah, hey, hab ich mich erschreckt. Boah, hey. Kann der Cyberkorps mal fertig werden jetzt? Da wird auf jeden Fall ein Gateway gebaut. Man nennt es auch Gateway. Wir können auch mal die Sprachversion umstellen und auf Französisch spielen oder so. Oder auf Koreanisch. Koreanisch weiß ich nicht, ob ich das durchhalte. Also tatsächlich wird das ständig gesagt. Das muss heißen, benötige wir Mineralien. Irgendwie so in der Art. Dass du das weißt, ist erschreckend. Ja, ich gucke ein paar Streams halt, wo die das auf Koreanisch spielen. Kann ja auch nichts für. Kannst du einen Stalk mal in die Lücke stellen? Wer spielt denn auf Koreanisch? Ein Koreaner? Warum lernen die nicht mal vernünftig zu sprechen? Okay, diesen rassistischen Satz unterstütze ich so nicht. Kannst du mal jetzt, kann der mal jetzt die Gaskassiere vorne abräumen? Ja, Entschuldigung, dass ich geboren bin, ey. Dafür brauchen wir mehr. Ach so, du heißt jetzt Gasgeisel, ja? Lässt du mich mal jetzt hier durchzaugen mit deinem Stalker? Ich will in die Base. Ach, du bist in die Base? Ja. Ist der etwa außen gespawnt? Ja. Wie geht das denn? Wie nicht? Wie soll denn der von dem vorderen Gate sonst zurück? Uns fehlen Mineralien. Harmonie. Mythomida oder so. Das ist bestimmt auch rassistisch, weil ich das völlig falsch sage, aber... Boah, Alter, da, die Kosten der Robo, die regen mich schon so ein bisschen auf. Ich warte immer, wenn ich 200 habe, dann ist das gar nicht... Dann kannst du dich schon lange bauen. Ja. Weil es viel günstiger ist. Ist ein bisschen scheiße, muss ich da jetzt einfach mal sagen. Das späteste Stargate ever, aber man kann es ja mal machen. Ja, Warpgate ist durch. Ich lass ihn mal wieder rein. Wie wär's denn, wenn du da stehen bleibst? Oh, das Sentry. Jetzt geht ab. Drei Stück ja, kannst du resten. Für den, genau. Das ist mein Plan. Oh, dieser Vogel, der hier rumfliegt, der macht mich wahnsinnig. Denk immer, oh, da ist das Oracle. Nein, ist es ja doch nicht. Was ist denn Familienoberhauptvogel? Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, sieht so ein bisschen so aus. Mein Gott, schon wieder. Immer wenn er da so im Winkel ranfliegt. Da fliegt er in den Winkel. Ja. Oder man hat einen Pizarro, dann läuft er einfach um den Torwart rum. Oder stirbt an Altersschwäche. Das kann auch passieren. Hat so ein geiles Tor gegen Dortmund geschossen, da kann Wie man nichts alt mehr ist der jetzt eigentlich? 100, 103? 40.
Ich dachte, Bayern sind die, Dingens der Nation, die, Altersheime. Aber was dort, das wird ihr da machen? Wenn das Robben und Ribéry sind. Viele Marauders. Es sieht aus, als würden sie alle noch hier stehen. Immortals gibt's auch und Stalkers. Oh. Natürlich baut man eine Cannon und einen Turret dahin. Damit man das Euke richtig abfacken kann hier. Aber ich krieg trotzdem 4 Kills, ist doch gut. Was ist da denn passiert? Wie hast du das denn jetzt angestellt, dass du 4 Kills kriegst? Der Immortal kostet natürlich auch hier. Oh. Ich bin halt intelligent. Da ist eine Probe. Mitten in unserer Basis. Gut, dass sie noch nichts gebaut hat. Dafür brauchen wir mehr. Ich bin Supply Block. Ohne zusätzliche Pylonen. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür ich habe gehört. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Alles klar, aber du hast es gehört, finde ich gut. Ich habe auf jeden Fall gehört, habe ich. Habe ich das schon? Ich hoffe nicht. Wenn nicht, man kann auch 2 Templars Archive bauen. Nein, ihr beide solltet sein. Hier ist ja eine neue Basis. Wie süß. Lohol! Jetzt ist sie tot. Sie war übrigens völlig deplatziert. Ich tue ihm also eigentlich einen Gefallen hier. Vorne! Sarok! Das ist eher schlecht, dass das jetzt gefallen ist. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Position ist, wie wir hier stehen. Ja, ist eher schlecht. Sind neue Gates da. Vorher kann ich leider nichts warpen. Ist eher schlecht, wenn mir das gefallen ist. Das sieht ja wieder überragend gut aus. Wo ist denn der Pylon? Lass mal Props holen. Props holen. Auf, Sarok. Sarok? Hallo? Ich komme! Also ich eile. Ich. Die Basis unserer Verbündeten. Wir müssen die Immortals töten. Ich bin hier in den Schatten. Unsere Verbündeten werden. Mann, dass alle meine Gates sofort gefallen sind, ist halt scheiße. Geh nach Hause. Schnell, Sarah. Nach Hause. Ja. Hat wunderbar funktioniert. Die Basis unserer Verbündeten steht. Währenddessen bei dir ein Marauder in deiner Line. Wie ist der denn da hingekommen? Oh, geht's nicht mehr. Wir haben überlebt. Ich muss deine Gates vorne wieder powern, damit du sie hast. Ich muss powern und vor allem Cybercore bauen. Ja, bau den schnell nach. Den baut man eigentlich sofort immer nach. Aber ich finde das gut, dass wir das gehalten haben. Hatte ich zwischendurch schon tatsächlich nicht mehr gerechnet. Ja, weil du immer so pessimistisch bist. Pessimistisch? Pessimistisch. Ja, Pilze sind auch nicht so gut. Weil da müssen Tiere für sterben. Wir brauchen mehr Mineralien. Die haben es auf unsere Sonden ab. Titis! Ja, das ist jetzt nicht gut. Hast du Aufklärung? Noch nicht, aber gleich. Ich versuche Zeit zu kaufen. Nein, nicht Immortal, Aufklärung. Lasst unsere Feinde unsere. Und Aufklärung ist alles gut. Ja, Aufklärung ist da. Jetzt alles gut. Können wir den Nexus noch halten? Nein, sieht nicht so aus. Da kommt noch ein sogenanntes... Heilen! Heilen! Shield Battery hat's geschafft! Mach den Void Ray fertig! Ach, das ist deiner. Das ist meiner. Mach den Void Ray nicht fertig. Ich wollte das Warp Prism dringend verteidigen. Aber es ist nicht da. Dass das überlebt hat. Bei dir kommt auch was. Das Warp Prism fliegt zu dir in deine Main. Glaube ich. Bündelt das Licht Ayurs. Hier, nee, hier ist es, aber es sind Observer. Ne, es sind die T's, sind an deiner dritten. Das Zeitfenster. Lasst uns beginnen. Kannst du da warpen? Warp da mal was. Komm, wo bleibt mein Oracle? Da. Ich verstehe. Die Sterne stehen gut. Dass du einfach eine dritte hast. Ja, Charge ist durch! Jetzt charge doch! Charge doch! Nicht den anderen in den Arsch! Main Base! Uns fehlen Mineralien. Benötigen Unterstützung. Mein Oracle sollte eigentlich nicht da drauf gehen. Wir sind eins mit dir.
Weiß nicht, ob wir da Nexus halten können. Aber du hast ja einen dritten. Ich habe einen dritten. Und neun Nachbarn. Ihr seid auf mich angewiesen. Währenddessen in meiner Main wieder. Geht nicht. Dafür brauchen jetzt wollen wir sie uns ja komplett verarschen, glaube ich. Ein Mineraliencluster ist erschöpft. Wo ist mein Observer? Ich muss kurz meine dritte nachbauen. Geht das bei dir? Schaffst du denn? Ja, ich will nur meine Base halten. Hatte ich nicht einen Void irgendwo? Warum ist denn der tot? Wir brauchen mehr Mineralien. Ihr seid auf mich angewiesen. Alter, diese Shield Battery hat meinem Nexus schon so oft das Leben gerettet hier. Hat er keinen Stim? Kann sein, das war ein harter Push, den die am Anfang gemacht haben. Doch, er hat Stim. Verbündeten werden angegriffen. 1-0 übrigens bei ihm. Warum steht ihr hier rum? Ich brauche momentan jeden Arbeiter, den ich finden kann. So, jetzt aber weiter im Plan. Ich sehne mich nach dem Kampf. Die Himmel. Das gehört ja auch noch alles mir. Lol. Lol. Ja, alles klar. Kommt jetzt auch jemand mit meiner Probe an? Hallo? Vielleicht auch mal da kommen wieder Double Drop bei dir. Nicht doch, nicht doch, nicht Lenny. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Geht nicht. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Sira weg, Kryo. Open deiner Main, ne? Verstanden. Meine Shield Battery hilft gar nicht. Oh, er hat Immortals geworbt. Ich habe extra mich darauf vorbereitet, dass er da kommt. Aber da hat er Immortals geworbt. Geworbt? Ja, du weißt, was ich meine. Stell dich nicht dümmer, als du bist. Sag mal, können die da mal runterlaufen und jetzt das Ding da kaputt machen? Also, du musst jetzt den Drop eben selbst verteidigen. Ich muss hier jetzt echt. Einer lebt noch, Moment. Der Drop ist verteidigt. Ich sehne mich nach dem Kampf. Hörst du diesen Drop jetzt vielleicht bald, Cyrock? Da ist nichts drin! Ja und? Ist ein Medivac. Die Templari. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich vernahm euren Ruf. Erleuchtet mich. Ja, jetzt gibt mir doch dieses blöde Phoenix-Vieh. So, noch Worker habe ich, glaube ich, nur so 5-6 verloren. Ich habe ganz schön. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich verloren habe. Uns fehlen bei den Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Blöd ist halt, dass der Nexus noch gestorben ist. Ich habe auch schon zwei Nexen verloren. Nexus. Vorne bei mir, bei mir, bei mir. Sie brechen durch. Wo verbirgt sich der Feind? Ich komme, ne? Also langsam, aber gemächlich. So langsam, aber gemächlich. Wenn der da rausgeht, dann kommt der andere doch bestimmt von der Mitte. Sehr gut. Sie kommen wieder ein Drop bei dir. Drop rein in deiner Main. Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Unsere Verbündeten werden brauchen mehr Mineralien. Der Mineralien. Was machst du da mit deinen leichten Einheiten? Warum greifen ein paar Einheiten von dir an und die anderen nicht? Also entweder ganz oder gar nicht. Das weiß ich nicht, was hier passiert. Hattest du eigentlich jetzt defensiv gewarpt? Ja. Warte, uns streich. Ich hab dir jetzt geholfen, aber. Wenn du jetzt die drei da eben tötest mit den Workern, musst du nicht so weit wegrennen für. Alter, was spielen die schon wieder für eine Rotze hier? Drop, 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 drop. Ja, deshalb greifen wir jetzt einfach frontal an. Find ich in Ordnung. Einfach den Noob-Move und alles ist gut. Hab ich einen Warp Prism? Ich glaube nicht. Bist du bereit? Ich stehe hier schon vor einer Tür quasi. Ja, ich bräuchte eigentlich ein paar mehr Gates. Ein Warp-Prism wird ganz geil jetzt. Du solltest auch mal in deiner Mainbase zumindest 2-3 Cannons bauen, ne? So oft, wie die dich da jetzt schon gedroppt haben. Push! Ich weiß nicht, wo ich hier gerade langlaufen will, dem jetzt sehen will. Ich war spontan irgendwie anders gelaufen. Ja, ich bin auf der anderen Seite! Ja, dann lauf doch zu mir jetzt. Erklärt euch. So die. Moin! Hab ich hier Storms? Ja, hab ich. Wir müssen mehr. Oh, ich bin supply blocked. Bei dir sind wieder 4 38.000 Drops.
Ja, und wow, hast du einen Dark Trident inzwischen? Nee, ne? Leider sind die Disruptor gestorben. Vorne, push doch, Zarok, bei dem Angriff. Du greifst gerade. Ich bin dabei, ich stehe daneben, ich bin hier. Ja, drin. Du hast aber nur mit der Hälfte gerade angegriffen, als ich das gesagt habe. Die anderen haben die unteren da abgegriffen. Boah, was ist das für ein Scheiß? Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss. Hast du deine Worker wenigstens alle weggezogen? Ja, nee. Ja, warum nicht? Ja, zieht sich aber zurück jetzt. Deswegen. Kommst du auch nochmal mit was? Oder bin ich jetzt hier alleine? Ich habe noch zwei Stalker bei dir. Jetzt bin ich vorbei. Ja, schön. Gut, dann haben wir das Spiel verloren. Okay, diese Drop-Dinger müssen definitiv mal gepatcht werden. Nee, man muss doch einfach mal eine Cannon bauen, Sarok. Das ist ja Arsch, ey. Es gibt einfach 5000 Sachen, die man dagegen machen kann. Wenn du keine davon machst, dann ist es halt. Das ist ja Arsch, ey. Da darfst du dich nicht beschweren. Da würde ich sagen, was ist für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben jetzt die nächste Folge. Klickt auf den Aspekt von mir und damit einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.